Jo, schönen guten Tag und jetzt wieder hier live der Ära. Moment, ich muss hier noch mal was anpassen. Das haut noch nicht ganz hin. So ist schön. Ja, wir spielen wieder eine Runde Ultima 8, nachdem wir das letzte Mal ja so rüde unterbrochen wurden. Devon hat uns ja jetzt hier einen Schlüssel gegeben für einen Stein, den er beim Fischen gefunden hat. Südwesten. Ja, wir schauen mal. Wir gucken mal, ob das unser gesuchter Stein ist. Es wäre jetzt seltsam, wenn das nicht wäre. Mal davon abgesehen. Hier ist eine verschlossene Truhe. Passt denn der Schlüssel da dran? Wir testen das mal. Okay. Die Träne der Meere. Ha, na das war ja einfach. Okay, also dann haben wir hier... Moment, ich muss mal hier ein bisschen Ordnung schaffen. Also, was haben wir denn hier? Die Flammenzunge. Achso, das war das Buch von den Hexern. Dann haben wir hier die Obeliskenspitze. Wir haben die Flammenzunge. Wir haben das Herz der Erde. Wir haben den Atem des Windes. Und wir haben Geld. Das nehmen wir einfach mal mit. Und wir haben die... Jawohl. Und dann scheiterte das Abenteuer daran, dass der Held den Stein, den er unbedingt brauchte, nicht mitnehmen konnte. So, jetzt habe ich hier die Klinge des Todes. Ja, dann werde ich die Klinge des Todes einfach mal hier deponieren. Wir wissen ja, wo sie ist. Ich fand sie ja eh nicht so besonders. Na gut, passt denn der Schlüssel auch hier? Ah, das ist natürlich spannend. Der hat uns ja nur auch Salkins Haus überlassen. Das haben wir jetzt natürlich schon leergeräumt, aber dann können wir ja mal gucken, ob es hier vielleicht noch ein bisschen... Naja. Ja, ist eher so Kleinkram, Ausrüstung, Streitkolben und so ein Kram. Ja gut, das brauchen wir nicht. Nichts Sinniges für uns dabei, die wir Todesklingen schon in den Müll werfen. Naja gut, was heißt in den Müll? Ja, so, jetzt habe ich hier diese ganzen Teile zusammen. Das ist ganz nett, aber was mache ich jetzt noch? Irgendwie muss ich jetzt mit den Dingern da irgendwas anfangen. Ich glaube, ich werde mal aufs Plateau fahren. Da waren wir schon lange nicht mehr. Genau, wir fahren mal aufs Plateau und gucken mal, was mein Freund Hirtan sozusagen hat. Der hat ja gesagt, wir sollen alle Magieformen lernen. Jetzt haben wir alle. Also jetzt haben wir endgültig die letzte auch noch an uns gebracht. Mal schauen, was der alte Mann zu sagen hat. Nein, hat er Urlaub oder was? Oder ist er unten? Wo ist er denn? Mirtan, mein Freund, lass dich, zeige dich. Niemand, da. Da ist er, ja ist klar. So, dann gehen wir da mal hin und sagen, Glück auf, Meister Mirtan. Hallihallo. Guten Tag, Eradrion. Seid gegrüßt, Mirtran. Ah, guten Tag, Reisender. Wie geht es euch? Lim. Brauche eigentlich nix. Achso, ich habe dies bei den Hexern gefunden. Dieses Stück Schwarzgeschwein. Es ist offensichtlich kein Obsidian. Ich frage mich, ob es... Ihr sagt, ihr habt es bei den Hexern gefunden. Ist es möglich, dass es die Fragmente des Obelisken, der vor langer Zeit im großen Tempel stand, in der Hand haltet? Das ist durchaus möglich. Ich habe irgendwo ein Buch, das sich eingehender damit befasst. Ihr könnt es gerne haben, wenn ihr es findet. Es wäre gut, wenn ihr das Buch eingehend studieren könntet, bevor wir weiterreden. Ja gut. Seine Magie will ich jetzt nicht unbedingt erlernen. Okay, ein Buch. Oben liegen Bücher. Wir gehen mal oben. Als der große Tempel zuerst erbaut wurde, herrschten schwere Zeiten in Pegin. In den großen Kriegen der religiösen Säuberung zwischen Paganen und Zealanen färbte das Blut der Toten die Flüsse rot. Und dennoch wurde weiterhin erbitterte Schlachten ausgefochten. Zahllose Menschen verloren ihr Leben im Namen des veralteten Glaubens. Tag für Tag mühten sich die Paganen ab, um auf der Spitze des Berges Morgelin den großen Tempel zu errichten. Der Wächter, ein guter und schützender Geist, hatte es so bestimmt. Alle lebten in Furcht vor dem Zerstörer. Viele Jahre lang, das habe ich doch schon mal gelesen,
weil sie ihre Arbeit endlich beendet haben. Ja, genau. Und dann wird das ja alles zerledert. Ja, der Obelisk wird kaputt gemacht. Fragmente. Ja, das haben wir schon mal gelesen. Das lese ich jetzt euch nie nochmal vor. Ich hoffe, das war jetzt das Buch, was ich lesen sollte, weil da geht es ja um den Obelisken. Mal schauen. Guten Tag, Herr Radwürden. Sehr gegrüßt, Mirdran. Okay, ich will den Obelisken neu aufbauen. Ihr wollt den Obelisken des großen Tempels neu aufbauen. Aber natürlich, ihr wollt versuchen, mit der Hilfe des Obelisken Pegeln zu verlassen. Genau. Da kann ich euch allerdings weiterhelfen. Ihr müsst den Zauber der ätherischen Reise benutzen. Ich weiß nicht genau, wohin dieser Zauber euch zuerst bringen wird. Ich erwarte jedoch, dass die Titanen eure Reise beeinflussen werden. Wenn ihr die titanischen Mächte besiegen könntet, würde euch ganz Pegen zu Füßen liegen. Viel Glück. Jetzt kann ich euch auch die letzte Zauberformel lernen. Mit diesem Zauber könnt ihr durch den Äther reisen. Wie ihr wisst, müsst ihr mich auf angemessene Weise für die Preisgabe meines Wissens entschädigen. Obsidian wäre mir beispielsweise sehr recht. Ach ja, das ist schön. Also wir müssen ihm jetzt eine Zauberformel abkaufen. Aber wollen wir dann. Ich muss 250 verlangen. Na, dann bezahle ich mal dafür. Dann können wir ja beginnen. In diesem Buch könnt ihr nachlesen, wie man diesen Zauber ausspricht. Lernt diese Passage sehr genau, dann werdet ihr die Zauberformel bald beherrschen. Vergesst nicht, dass ihr immer Reagenzien benötigt, um Zauber auszusprechen. Sehr gut. Ja, so. Jetzt hat er mich wahrscheinlich bei die Eier gepackt. Ätherische Reise. Ort Graupor. Mit dieser Hilfe der Zauberformel kann der Magier das interdimensionale Reich des Äthers durchqueren. Dieser Zauber wird sich anfangs als schwierig erweisen, denn unerfahrene Magier können sich für gewöhnlich nur schwer auf einen Ort festlegen. Nach einiger Übung wird es dem Zauberer jedoch möglich sein, einen Zielpunkt zu bestimmen und dort zu erscheinen. Diese Zauberformel sollte nicht mit Teleportationszauber verwechselt werden. Ätherische Reise ermöglicht interdimensionale Reisen, während man hingegen nur in einer Dimension umher teleportieren kann. Es ist schwierig, die genauen Voraussetzungen für diesen Zauber aufzugeben. Denn die erforderlichen Gegebenheiten ändern sich je nach Ort und Ziel. Im Allgemeinen sind Reagenzien erforderlich, die mindestens in einer oder aber auch in beiden Dimensionen vorkommen. Man kann diese Ingredienzien aus zwei Arten gebrauchen. Im Allgemeinen sollte man 5 Stücke dieses Materials, keines davon kleiner als der Kopf eines Mannes, in Form eines Pentagramms auf dem Boden legen. Dann wird die Zauberformel ausgesprochen, während der Magier sich auf eine Ecke des Pentagramms konzentriert. Das entstehende interdimensionale Tor sollte dem Magier sodann die ätherische Reise ermöglichen. Anmerkung: Das erste Tor dieser Ort wurde im alten Tempel der ersten Paganen geschaffen. Ich nehme an, dass das Material dieses ersten Tores zur erneuten interdimensionalen Reise geeignet wäre. Ich weiß jedoch nicht, wo sich diese Teile heute befinden mögen. Ich kann auch nicht genau sagen, wohin dieses neue Tor führen würde. Okay. Alles klar. Kann er mir denn dafür jetzt irgendwelche Reagenzien verhökern? Moment, komm her, mein Freund. Mythran, jetzt hier, ich möchte Reagenzien erwerben, sehr gerne. Und für die Zauber, die ich auch selbst lehre, wollt ihr Reagenzien für die Hexerei, die Nekromantie oder die Taumaturgie erwerben? Taumaturgie. Nee, nix. Das brauche ich ja alles nicht. Ach ja, das ist ja schön. Okay. Tja, der alte Tempel. Das ist ja spannend. Okay. Ich habe jetzt mal eine blöde Idee. Er sagt, die ganze Zeit labern die ja von Pentagramm. Ich glaube, ich werde jetzt mal was probieren. Ich werde jetzt mal... Ja, dahin fahren. An den Fuß und dann gucken wir mal. Jetzt seien wir wieder bei den Hexern. Wenn es Pentagramme gibt, dann ja wo hier. Ich würde mich jetzt spontan mal in die Obsidian-Festung verputzeln. Und dann schauen wir mal. Aber wieder Pentagramme, das macht mir Angst. Das ist ein
sehr pentagrammlastiges Spiel. So. Nicht ins Wasser fallen, mein Freund. In die Lava. So, hinein, hinein. Jetzt werden wir das mal probieren. Okay, hier hatten wir ja mal ein bisschen aussortiert. So. Ja, so muss es aussehen. Ach genau, der hatte auch noch so ein bisschen Krempel. Jetzt habe ich... Das Problem ist jetzt natürlich, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier tue. Okay, aber... Das kann man ja ändern. So, jetzt habe ich... Muss ich jetzt hier Kerzen aufstellen? Keine Ahnung. Probier das jetzt mal. Moment, ich gucke mir das jetzt nochmal an. Also, ätherische Reihe. Oh. Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Moment. Das ist ja spannend. Also jetzt habe ich einfach nur mal das Buch lesen wollen. Eine neue Welt zu bezwingen ist immer wieder ein so aufregendes Gefühl. Okay, wo bin ich denn jetzt Aha. Also hier hat es schon mal ein neues Pentagramm. Laufe ich jetzt eigentlich durchs Weltall oder was? Oh mein Beileid, Avatar. Deine Notlage betrifft mich zutiefst. Oh je, wo bin ich denn jetzt gelandet? Schon bald, kann ich ja meinen sein. Es scheint, du bist hier sehr vermisst, Avatar. Warte mal. Täusche ich mich, oder? Höre ich, wie Lord British dich gerade in diesem Augenblick um Hilfe ruft? Boah, was ist denn das jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä, wo bin ich denn? Okay, wir könnten ja einfach... Boah, na klar. Okay, also wir sind jetzt hier an einem höchst merkwürdigen Ort. Gehen so. Ja, Avatar, such nur den Weg nach Hause. Wo bin ich jetzt? Es ist jedes Mal was anderes. Oh. Skelett, ahoi. Ah, ich wollte mal was ausprobieren, genau. Ich glaube nämlich, wenn ich den damit kille, steht er nicht wieder auf. Komm. Boah, jetzt hat er mich gehackt. Also nämlich... Achtung! Skelettsprengung! Nee. Selbst da steht er wieder auf. Ich dachte ja, bei dem Schlechter bleiben sie liegen, aber das war irgendeine andere Schmette. Wo bin ich denn hier? Weil das wäre schon ein richtiger Luxus, wenn man die Skelette mal endgültig besiegen könnte. Und das sieht so ein bisschen wie... Ja. Wie... Wie eine Sackgasse sieht's aus. Ach du Schande. Worauf habe ich mich denn hier eingelassen? Oh je. Okay, also. Wo zum Henker bin ich? Katakombing. Sehr gut. Sackgasse, das läuft. Werde ich mit deiner geliebten Erde genauso leichtes Spiel haben? Braucht der Typ noch dazu? Der quatscht die ganze Zeit nur noch rum. Oh. What? Ah, shit! Langsam. Ich brauche mal diesen Hitzeschild. Oh, jetzt weiß ich natürlich ums Verrecken, wo der ist. Oh je. Nee, jetzt muss man erstmal hier wegrennen. Es ist zu viel los. Hier war ich doch schon mal. Es ist halt das Problem, es sieht halt doch immer alles gleich aus. Oh, da bricht der Fußboden ein.
wie sympathisch. Was ist denn das jetzt hier? Jetzt muss ich mal hier lang laufen. Ich habe es auch übrigens schon wieder vergessen, wo ich hergekommen bin. Weil ich eben voll der Meister der Katakombe bin. Oh, Leute. Sackgassen, überall Sackgassen. Das ist ja bescheuert. Man sieht, ihr habt es mit einem Meister des Spiels zu tun. Naja. Dann renne ich halt noch ein bisschen rum. Und werde schon noch finden, was ich suche. Oh, hier bricht die ganze Zeit der Fußboden ein. So, jetzt ist die Frage... Oh, Moment. Moment. Move your ass, mein Freund. Es gibt ja bestimmt auch... Ja, so, okay, Moment. Was haben wir denn hier? Ich brauche hier irgendwo, habe ich doch noch so ein Hitzeschild. Was bist denn du? Flammenlöscher. Funkenflug. Feuerwall. Hitzeschild zweimal. Okay, ich habe hier zweimal Hitzeschild. Das ist hier unten der, ne? Ne. Hitzeschild. Okay, drei von oben. Probieren wir mal, wenn wir hier rüberkommen. Ah! Multisympathico. Na komm. Oh Gott, was mache ich denn? Was mache ich denn? Spring hoch! Oh, na klar. Okay, wo auch immer ich jetzt hingerannt bin. Oh, jetzt ist wieder Erdbebenzeit. Was ist das denn hier? Was ist denn das jetzt hier? Das ist übrigens toll. Ich habe gerade rausgefunden, dass es so verschiedene Abkürzungen gibt hier. Mit I kann ich meinen Rucksack aufmachen. Ich muss gar nicht immer so oft klickern. Das ist schön. Es ist ja auch erst Teil 39. Da ist man ja quasi noch frisch im Spiel. Uff. Das ist doch bekloppt. Wo bin ich denn hier? Vor allem, was mache ich hier? Jetzt reicht's. Ich werde das tun, was jeder große Held in so einer Situation macht. Ich schlafe eine Runde. Über Nacht kommen mir immer die besten Ideen. So. Jetzt haben wir uns ein wenig ausgeruht. Sind bereit, wieder in neue Pilze reinzurennen. Und dann ist hier unten schon wieder eine Sackgasse. Habe ich mich jetzt echt umsonst durch die Lava gekämpft, nur um hier am Arsch der Welt zu landen? Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier geht's auch nicht weiter. Das ist sympathisch. Tja. Ich wollte doch nur mal nachgucken, was in diesem komischen Buch drin steht. Ich habe nie mal Reagenzien irgendwo hingelegt. Mensch, Meier, das ist, wenn man so Amateure wie mich mit Magie rummachen lässt, das ist echt, das führt ins Elend. Das ist nicht besonders clever. Das ist wie Donald Trump zum Präsidenten wählen. Ist bestimmt witzig, aber eine scheiß Idee. So. Ah, hier geht's weiter. Hier kommen wir noch durch. Weil ich gehe jetzt garantiert nicht zurück. Naja. So viel dazu. Hier geht's weiter. Ja, okay. Hat ja gut funktioniert. Tja. Was mache ich jetzt hier? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja witzig. So. Bin ich hier einmal ätherisch gereist und habe keine Ahnung wohin. Ich muss aber auch jeden verkacken.
guten Pilz mit dem, der sich mir anbietet, sonst wäre es echt doof. Oh, Leute. Was ist das denn? Ah! Ist das ein Grafikfehler? Ist das so ein Grafikfehler? Ich gehe jetzt mal hier durch. So, hier ist jetzt meine letzte Chance, noch irgendwas zu finden. Diese Pilze machen mich alle. Das rumpelt so schön, deswegen weiß ich wenigstens, dass ich da hinten nicht war. Eine Zwischenschreibung. Und stelle fest, dass die Zeit eh schon wieder durch ist. Und das heißt, ich mache an der Stelle mal wieder eine kleine Pause. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, lasst mir einen Daumen da. Hören, Avatar. Und beim nächsten Mal probieren wir einfach mal, was hier danach kommt. Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Hier war ich auch noch nicht. Also bis zum nächsten Mal. Der Ära.